Hallo, ich bin Sebbel und ich habe euch heute ein B-Modell für das Lego Minecraft Dschungelbaumhaus mitgebracht. Das ist die 21125 aus dem Jahr 2016. Das Set ist doch eher an Kinder adressiert, enthält aber überragende Teile, mit denen man viele weitere Minecraft-Modelle bauen kann. Es ist damit also fast wie eine der Crafting-Boxen. Das Set ist in gebrauchtem Zustand noch sehr günstig zu erwerben. Es lohnt sich auf jeden Fall, allein schon wegen der vielen Standardteile in sinnvollen Farben. Eines der beliebtesten Lego Minecraft Sets aller Zeiten war die 21128, das Dorf. Daher habe ich mir dieses zum Vorbild genommen und versucht, eine Dorfszene aus dem Dschungelbaumhaus zu bauen. Und das ist daraus geworden. Hier seht ihr eine Bibliothek mit Farm, wie man es in einem Minecraft-Dorf vorfinden würde. Die Bibliothek verfügt über eine funktionierende Tür. Und das, obwohl in dem Baumhausset ursprünglich keine Tür enthalten war. Direkt daneben befindet sich eine Laterne und eine Farm, wie man sie in jedem Minecraft-Dorf vorfindet. Da die braunen 1x1-Platten aus dem Ozelot für das Haus benötigt wurden, habe ich das Ozelot kurzerhand in eine Katze umgebaut, die ein paar orangene Flecken hat. Neben der Farm befindet sich ein Teich und daran grenzt ein Wüstenbiom an, mit einem Kaktus. Hier wird auch etwas Zuckerrohr angebaut. Und direkt daneben ist Alex gerade dabei, ein Netherportal aus Obsidian zu bauen. Auch das beim Baumhaus enthaltene Schaf hat ein kleines Gehege bekommen, das direkt neben einem Baum gelegen ist. Schaut man sich die Tür genauer an, stellt man fest, dass diese sehr aufwendig konstruiert ist. Die Teile dieses Sets haben es sehr schwer gemacht, eine Tür zu bauen, und dafür finde ich, ist sie sehr gut gelungen. Auch bei der Laterne mussten ein paar Kompromisse gemacht werden. Diese ist nicht aus schwarzer Wolle, sondern aus brauner. Außerdem sind es natürlich nur zwei Fackeln, aber schauen wir doch mal ins Haus. Hier sehen wir, wie man es erwarten würde, eine Sitzecke mit Tisch, gebaut aus einer Druckplatte. Wir haben außerdem eine Crafting-Box und ein Bett. Das Haus wurde also von Spielern weiter eingerichtet. Die Innenseite des Hauses ist sehr gut zugänglich und bietet einiges an Platz, sodass diese nach Belieben eingerichtet werden kann. Wer sich die Melonen- oder die Bienenfarm gekauft hat, hat sicher auch einen Villager zur Hand, den er im Dorf platzieren kann. Dann sieht das Ganze natürlich gleich viel besser aus. Hier seht ihr zum Vergleich nochmal die Bibliothek und die Farm aus dem Set 21128. Wer also damals das Set nicht kaufen konnte oder es einfach verpasst hat, hat hier eine gute Möglichkeit, sich für wenig Geld eine sehr ähnliche Dorfszene zu bauen. Die größte Abweichung ist natürlich die Farbe. Dieses Haus ist offensichtlich nicht aus Pflasterstein gebaut, sondern aus Eichenstämmen. Aufgrund der begrenzten Teile ist die Farm natürlich nicht ganz so üppig wie die aus der 21128. Allerdings erkennt man diese trotzdem sehr gut. Und wenn ihr die Melonenfarm damals gekauft habt, habt ihr auf jeden Fall auch genug andere Pflanzen, die ihr hier noch verteilen könnt. Auch die Einrichtung der beiden Häuser ist sehr vergleichbar, wobei das selbstgebaute hier etwas mehr Platz aufweist. Die kostenlose Schritt-für-Schritt-Bauanleitung findet ihr auf rebrickable.com. Ich verlinke euch das in der Beschreibung. Dort findet ihr auch viele weitere B-Modelle zu anderen Minecraft-Sets. Wie ihr seht, achte ich bei meinen B-Modellen immer darauf, nach Möglichkeit ein anderes Biom zu verwenden und etwas ganz anderes zu bauen, als ursprünglich im Set enthalten. Hier ist zum Beispiel aus einem Dschungelbiom ein Plains-Biom geworden. Das war's auch schon wieder für heute. Bis bald, euer Sebbel.